Eine sehr originelle Idee, die ich im Internet gefunden habe, und die musste ich einfach nachmachen. Denn ich finde das so toll, die Idee aus diesen Muttern, diese Schraubmuttern, Armbänder herzustellen. Ich habe jetzt hier diese Messingfarbenen, die sind vom Maß her weiß ich jetzt gar nicht, aber nicht zu groß, und ein Bändchen dazu und aus denen dann dieses Armband gemacht. Das sieht so genial aus und keiner vermutet im ersten Augenblick zumindest, man erkennt es erst auf dem zweiten Blick, dass das eben diese Schraubenmuttern sind. Und schaut mal, sieht das nicht klasse aus? Ich finde die so genial und wirklich sehr originell, denn auch das ist wieder so eine Idee, die man nirgendwo zu kaufen bekommt, denn das ist nur selbst gemacht möglich. Für diese Armbandvariante habe ich mir aus dem Baumarkt diese Sechskantmuttern geholt. Die gibt es in diesem Messington, gibt es aber auch in diesem Silberton. Also wenn ihr das vielleicht für Jungs oder Herren machen möchtet, ist vielleicht der Silberton sogar noch schöner. Aber beide sind toll, beide sind klasse, auch vielleicht auch kombiniert. Einer Silber, einer Gold sieht klasse aus. Oder Messing. Es ist ja kein Silber und kein Gold, nur Goldfarben und Silberfarben. Schneidet euch drei Bändchen zu. Ich habe jetzt hier so ein Synthetikband. Es geht natürlich auch ein Lederband oder ja, irgendein anderes Band, das ihr habt. Und ich steche es mir jetzt hier mal fest auf meinen Tisch. Ich habe einen alten Basteltisch, da macht es nichts. Ihr könnt es aber auch einfach mal ein bisschen mit einem Klebeband fixieren und dann fangen wir an, einen Zopf zu flechten. Also nur ein kleines Stückchen erstmal, nur Zopf flechten ohne die Muttern. Da machen wir jetzt mal so ein kleines Stückchen. So. Das müsste jetzt dann schon reichen. So, und jetzt werden diese Muttern immer nur auf dem äußeren Band aufgefädelt. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier auf dem äußeren Band eins. So, und jetzt auf diesem eins. Und dann wird weiter geflochten, indem man immer wieder eine Mutter dann einflechtet. So, ich habe jetzt hier eine und hier eine. So, jetzt kommt dieses Band, da kommt jetzt die nächste rein. So, und die setzt man jetzt hier schön dran und flechtet weiter. Und hier kommt wieder die nächste rein. Ich mache es jetzt so, dass ich das nur auf der Vorderseite vom Arm habe, also so, dass es dann hier aufliegt. Auf der Rückseite mache ich mir jetzt einen Verschluss hin. Das heißt, ich knüpfe, nein, nicht knüpfe, ich mache diesen Zopf noch mal ein Stückchen weiter, so lang wie ich es halt brauche. Das müsste dann entsprechend eurer Armstärke entscheiden, wie weit das Ganze gehen soll. So, und ganz zum Schluss könnt ihr dann entweder einen Verschluss hineinmachen, einen Haken, einen Knopf oder auch einfach nur zubinden. Das macht ihr so, wie ihr das gerne haben möchtet. So, ich denke, das müsste reichen. Ich mache jetzt ganz einfach mal nur einen Knoten rein und mache mir dann einen Verschluss dran. Das heißt, ich klebe mir einen Verschluss rein. Das klebe ich mir jetzt mit Heißkleber einfach da rein. So, die eine Seite und die andere Seite. Und schon ist ein tolles Armband fertig, das wirklich ganz ausgefallen und super schön ausschaut. Denn schaut mal, wenn ihr das jetzt hier umhabt, wie klasse das aussieht. Und wie gefällt euch dieses originelle Armband? Ich finde es genial und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das auch mal probiert und mir vielleicht auch sagt,
wie es geklappt hat, wie es euch gefallen hat oder wie es demjenigen gefallen hat, dem ihr es geschenkt habt. Denn damit habt ihr originelle Ideen, gerade für die Jugend, aber nicht nur für die Jugend. Ich bin ja auch nicht mehr so jung und mir gefällt es super gut. Aber da könnt ihr diese Bänder, die sind übrigens auch für Herren wunderbar geeignet, denn gerade diese Schraubenmuttern, die da drauf sind, passen auch wunderbar für den Herrn. Sagt mir, hat es euch gefallen? Gebt mir einen Daumen hoch und teilt meine Video gerne weiter. Ich freue mich auf weitere Videos für euch und mit euch. Tschüss!